Hey Leute, mein Name ist Schoss Krüger und ich habe heute einen Podcast für euch, den ich mit dem YouTube-Channel Bitcoin-Informant gemacht habe. Und wir haben über verschiedenste Themen geredet. Wir haben zuerst ein bisschen über Libertarismus geredet. Ich habe mich natürlich vorgestellt, weil ich ja bei ihm eingeladen war. Wir haben ein bisschen über das Schulsystem geredet, wie einfach Kinder indoktriniert werden, wie Kinder einfach wichtige Informationen vorenthalten werden, wie unsere Gesellschaft eigentlich funktioniert und aufgebaut ist. Und wir haben natürlich schlussendlich auch sehr, sehr viel über Cryptocurrencies geredet, über verschiedene Sachen, nicht nur Bitcoin, weil man kann ja vielleicht sagen, okay, Bitcoin steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, hat vielleicht noch hier und da ein paar Kinderkrankheiten, aber die Idee hinter Cryptocurrencies ist ja genial eigentlich, dass wir ein Geldsystem haben, was schwer manipulierbar oder sogar unmanipulierbar ist, wo wir nicht abhängig sind von Banken und Zentralbanken und Staaten und wo wir einfach Geld oder Wert vielmehr sofort weltweit transferieren können. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr geile und eine sehr, sehr freiheitsschaffende Erfindung und Innovation. Da haben wir viel drüber geredet und da weiß er natürlich auch jede Menge, weil das ist ja der Hauptpunkt seines Channels als Bitcoin-Informant. Also, ich hoffe, es wird euch gefallen. Los geht's! Hi Leute, Dennis Kore hier und ja, ich habe heute einen speziellen Gast da, einen YouTuber, nämlich den Charles Krüger. Hi Charles, wie geht's, wie steht's? Hi Dennis, danke für die Einladung. Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, bestens. Wie könnte es bei einem gehen, wenn man schön zu Hause sitzt und ein Hangout mit dir macht, ja? So kann man seine Zeit auch verbringen. Also Leute, wir sprechen heute mal mit Charles. Charles, ich würde sagen, als was würdest du dich denn bezeichnen? Bist du ein YouTuber? Bist du was genau machst du? Also ich weiß, ich bin ein großer Fan von deinem YouTube-Kanal. Du hast ein Buch geschrieben, die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte. Du hast einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Was genau machst du alles? Erzähl mal den Zuschauern ein bisschen, damit die auch mal ein bisschen wissen, wer der Charles Krüger denn so ist. Ja, genau. Also ich habe unter meinem Namen Charles Krüger einen YouTube-Channel 2014 mittlerweile gestartet, das Thema, das ich ursprünglich angesprochen habe, war und ist bis heute noch Freiheit. Ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema und verschiedene Aspekte, die damit zusammenhängen. Und dann habe ich auch 2015 ein Buch geschrieben, wie Dennis gerade schon gesagt hat, die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte, wo es so ein bisschen darum geht, die größte Täuschung, ohne jetzt zu spoilern, aber die größte Täuschung ist halt der Glaube daran, dass Leute über andere Leute beherrschen oder herrschen können oder andere Leute beherrschen können. Und da ich Freiheit immer schon als großes Thema gesehen habe und gerade auch in meinem YouTube-Channel, in meiner ganzen sozusagen Arbeit öffentlich, ist halt Herrschaft auch ein riesiger Punkt, weil Herrschaft ist so ein bisschen die Antithese von Freiheit. Und in meinem YouTube-Channel habe ich dann eben immer mehr über verschiedene Themen, die damit zusammenhängen, dann speziell auch zum Beispiel über Ökonomie, ich mache auch ein bisschen über Philosophie, verschiedene Themen, die damit zusammenhängen und die ein Verständnis uns liefern können, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und wie wir Freiheit schaffen können. Okay, auf jeden Fall mega spannendes Thema. Freiheit ist auch ein Begriff, der mich seit vielen Jahren begleitet. Das ist einer der Gründe, warum ich Unternehmer geworden bin, das Thema Freiheit. Freiheit, über seine Zeit selber zu bestimmen, über sein Einkommen selber zu bestimmen und einfach selber der Chef zu sein. Und das ist etwas, ja, das viele Menschen in Deutschland oder auch weltweit gar nicht so wahrnehmen. Sie haben das Gefühl, in Freiheit mehr oder weniger zu leben, sind aber dennoch irgendwie gefangen hier, ich sag mal, in der Alltagsmatrix, wie man es auch bezeichnen müsste. Und ja, ich möchte heute mit dir, Charles, auch mal über ein paar bestimmte Themen sprechen. Zum einen über den Staat, über das Thema Freiheit und Staat, wie passt das überhaupt zusammen? Vielleicht spricht man auch gleich nochmal, je nachdem wie die Zeit heute ist, über Schule und ja, was die Schule mit den Menschen macht und was das auch mit Thema Freiheit und Gedanken und Manipulation vielleicht zu tun hat. Und ganz natürlich das Thema, wofür die Zuschauer hier im Bitcoin-Informant-Channel da sind, Kryptowährungen und was das mit Freiheit zu tun hat. Aber ich will einfach mal anfangen. Wo würdest du am liebsten loslegen? Was ist so für dich so ein Einstieg, wo du sagst, Leute, okay, wo fängt das mit dem Staat an? Wo fängt die Manipulation an? Leben wir überhaupt in der Matrix? Und ja. Wo fängt die Manipulation an oder die Beeinflussung der Menschen, würde ich schon sagen, dass das Schulsystem da ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich meine, das Schulsystem ist in Deutschland nahezu komplett staatlich. Es gibt ein paar private Schulen, ein paar unabhängige Montessori- und vielleicht Waldorfschulen, aber auch die müssen sich schlussendlich an staatliche Vorgaben handeln. Also ist das ganze Schulsystem faktisch staatlich. Und ich würde sagen, da fängt definitiv
die Manipulation an. Vor allem auch, weil man in staatlichen Schulen sehr wenig über wichtige, aus meiner Sicht wichtige philosophische, ökonomische, gesellschaftliche, so soziologische Themen lernt. Man lernt gar, also war zumindest bei mir so, über Ökonomie nicht nennenswert viel. Und wenn was gesagt wird, dann halt meistens nur Mainstream-Ökonomie, die uns unter anderem auch die letzte Krise eingebracht hat und so weiter und so fort. Und ich finde, da wird sehr, sehr viel Manipulation betrieben und sehr, sehr viel Fehlinformation gestreut. Aber Kryptowährung ist natürlich auch, ist ja dein Thema, eine riesige Sache, weil Kryptowährung ja in vielerlei Hinsicht Freiheit schaffen, indem sie den Menschen die Auswahl geben, was für ein Geldsystem sie nutzen wollen. Und gerade auch seit der letzten Krise haben wir gesehen, dass das Geldsystem sehr, sehr instabil sein kann, dass Banken ihre Macht sehr, sehr missbrauchen können. Und Kryptowährungen sind ja da im Prinzip die Fliegenklatsche, die gleich verschiedene Probleme löst. Nämlich zum einen, dass du eben nicht mehr so eine Abhängigkeit von Banken hast, dass du selber dein Geld kontrollierst und dass das Geldsystem aber auch nicht staatlich kontrolliert wird, dass da keine Zentralbank das permanent manipulieren kann und dass du vor allem auch nicht gezwungen wirst, die oder jene Währung zu nutzen, so wie es zum Beispiel heute beim Euro ist. Das ist ja jeder Mensch in Deutschland, das Gesetz ist Zahlungsmittel. Du bist also gezwungen, es zu nutzen. Du bist auch mehr oder minder gezwungen, es bei Transaktionen, die du mit deinen Mitmenschen machen willst, zu nutzen. Und Sachen wie Bitcoin und andere Kryptowährungen schaffen es halt aber, diesen Zwang zu umgehen und den Menschen die Freiheit zu geben, selber zu wählen, was für ein Geldsystem sie sinnvoll finden und welches Geldsystem sie schlussendlich nutzen wollen. Richtig, so sieht es aus. Also ich möchte mal ein kleines Stück zurückgehen in die Schule. Unser Schulsystem, ich sag mal so, das ist ja, wann wurde das erfunden? Bei den Preußen irgendwann, also dieses Totalitäre von oben, Autoritäre, vorne ist einer, der predigt irgendetwas runter. Das hat sich ja nicht groß geändert, ja. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, die hat mich nicht auch wirklich auf das vorbereitet, was einen eigentlich erwartet. Ich glaube aber auch zum großen Teil, dass das bewusst so ist, weil, wer hat es gesagt, Henry Ford oder wer es war, wenn die Menschen wüssten, wie das Geldsystem funktioniert, hätten wir vormorgen früh eine Revolution. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt auch. Die Leute wissen gar nicht, wie es eigentlich funktioniert. Und ich spreche gerne mit Menschen über das Thema Geld, über den Staat, wie er im Endeffekt, okay, wenn der Staat ja wenigstens sein eigenes Geld drucken würde, was er ja auch nicht mal macht, war es auch nochmal ein anderes Thema. Aber wenn du die Leute fragst, zum Beispiel heute in der Schule oder von mir aus auch ein bisschen später, wie entsteht denn Geld? Woher kommt denn das? Wenn du zur Bank gehst und du lässt die Hosen runter, willst einen Kredit haben, wo kommt das Geld her? Die meiste Antwort, die ich da höre, ist ja von den anderen, die Guthaben eingezahlt haben. Vielleicht ist das auch mal ein wichtiger Punkt, das kurz anzureißen, einfach, dass die Leute. Deswegen interessiert mich das Thema auch so, weil das mit Bitcoin ja auch zusammenhängt und mit Freiheit. Warum befinden wir uns in diesem System? Was hat das Geld damit zu tun? Ja? Und wie wird das Geld eigentlich geschaffen und die Menschen dadurch letztlich, ich sag mal, in einer Art, wie soll man das sagen, Sklave, als Sklaven gehalten werden? Ja, kann man vielleicht schon so sagen. Ne? Ja, das ist unglaublich. Du lernst alle möglichen Sachen in der Schule. Du lernst irgendwie zwei Fremdsprachen, wovon du die eine wahrscheinlich nie brauchst, weil Englisch reicht im Prinzip für alles. Du lernst über alle möglichen in Biologie, den Aufbau einer Zelle und wie sich Schnecken fortpflanzen und was weiß ich. Du lernst allen möglichen Unsinn, musst irgendwelche Bücher von vor 500 Jahren interpretieren. Aber du lernst nicht, wie simpelste Ökonomie funktioniert. Gerade Geldsystem hast du auch gerade angesprochen. Wie zum Beispiel die Zentralbank funktioniert, warum man überhaupt eine Zentralbank eingeführt hat und was eine Zentralbank für Probleme auch verursachen kann, woher Krisen kommen, warum gibt es überhaupt andauernd diese Krisen so. Ich weiß noch, bei mir in der Schule hat man das auch ein bisschen angeschnitten, wir hatten so einen pseudoökonomisches Schulfach und da hat man einfach gesagt, das kennt vielleicht viele Zuschauer auch, diesen Graphen, du hast hier so diese Schwängellinie oder wie man das nennt. Also es geht immer so ein bisschen hoch und dann ein bisschen wieder runter und dann wieder hoch und tendenziell eher hoch. Und das sagt man, das ist so die Funktionsweise der Marktwirtschaft und die Krisen kommen halt einfach und das ist halt einfach Natur gegeben und das ist aber einfach völliger Unsinn. Krisen kommen nicht einfach und Krisen sind auch keine irgendwie eingebaute Sache der Marktwirtschaft, die einfach halt passieren, weil
meine damalige Lehrerin, die hatte auch keine Ahnung, warum es denn zu Krisen kommt. Es einfach, hat man etwas gegeben angenommen. Und eine Sache, die uns Ökonomie beibringen kann, ist, dass Krisen eben nicht sein müssen. Krisen müssen nicht passieren, sondern Krisen sind oder werden verursacht. Und wodurch werden die verursacht in der Regel? Durch das Geldsystem, durch das Einwirken und Manipulieren der Zentralbank der Geldmenge, das heißt des Geldes oder des Zinses besser gesagt. Die Zentralbank setzt ja die Zinsen, die Leitzinsen fest und indem sie das macht, manipuliert sie verschiedenste Mechanismen in der Marktwirtschaft, die dazu führen, dass die Marktwirtschaft zuerst einen Scheinboom erhält, also eine Scheinblüte nennt man das auch. Also man hat die Illusion von Wohlstand, alle Leute denken, es geht ihnen besser. Das haben wir zum Beispiel auch in den 1920er Jahren gesehen, wo die Zentralbank einfach immer mehr Geld gedruckt hat. Dann hatte man diese Scheinblase und irgendwann platzt es halt. Und es muss platzen, weil es diese Scheinblüte gab. Das ist eine Notwendigkeit. Da könnten wir noch viel, viel tiefgründiger drüber reden, aber das halt nur kurz. Das ist eine Erklärung, warum es diese immer wiederkehrenden Krisen gibt, weil der Staat und besonders die Zentralbank das Geldsystem immer wieder manipulieren. Und Kryptowährungen sind halt dagegen im Prinzip gewappnet, weil die keine Zentralbank haben, weil die nicht manipuliert werden können durch eine Zentralbank, weil die Zinssätze da nicht festgesetzt werden kann und du kannst Bitcoins auch nicht beliebig oft drucken und immer neu erzeugen und somit, du hast also keine permanente Inflation, so wie du es zum Beispiel beim Euro siehst, dass du jedes Jahr irgendwie... Inflation, viele Leute denken, Inflation ist, ja, das passiert einfach so. Ja. Aber in Deutschland haben wir eine Inflation. Die verstehen ja auch nicht, dass das gemacht ist alles, ne? Ja, vor allem da habe ich eine coole Sache erst vor ein paar Tagen gelesen und zwar, viele Leute sind ja auch der Meinung davon, dass Deflation, was einfach nur heißt, dass Preise fallen, dass das was Schlechtes ist, das müssen wir unbedingt bekämpfen und deswegen brauchen wir die Zentralbank, die immer eine Inflation herbeiführt. Und da habe ich vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, vielleicht haben das viele von euch mitgekriegt, da hat Amazon hat in Amerika Whole Foods übernommen, das ist so eine Supermarktkette wie vielleicht Rewe hier in Deutschland, gibt es überall, so in jeder nennenswerten Stadt. So, und die haben das übernommen und haben die Preise gesenkt. Und das hat dazu geführt, dass die Zentralbank, die ja immer die Preise beachtet, und die guckt so, wie sind die Preise für bestimmte Dinge in der Marktwirtschaft. Und jetzt sind die gefallen, weil Amazon die gesenkt hat. Und die sind alle ausgeflippt. Die haben gedacht, oh nein, wir schaffen unser Inflationsziel jetzt nicht mehr. Obwohl das natürlich für den Konsumenten offensichtlich was Gutes war. Weil die können jetzt preiswerter sich bestimmte Sachen kaufen. Die haben jetzt mehr Geld am Ende des Monats übrig, weil die nicht so viel Geld für Lebensmittel ausgeben müssen. Für die Konsumenten ist das offensichtlich eine gute Sache. Aber die Zentralbank denkt halt, oh, jetzt haben wir Deflation, weil die Preise sind gefallen. Lass uns mal ganz viel Geld drucken, um das wieder auszugleichen. So schnell kann das gehen. Aber ich sag mal, auch für Leute, die Kryptowährungen rechtzeitig gekauft haben, für die werden die Sachen ja verhältnismäßig auch immer günstiger, da der Bitcoin-Kurs natürlich immer weiter steigt. Das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt über das Thema Geld nachdenke, das ist etwas, wenn ich jetzt mal an die Zeit zurückdenke, wo ich noch einen Job hatte, was ja auch schon, ich bin jetzt 37, mit 38, wann habe ich meinen letzten Job gehabt? Mit 24 habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich bin jetzt viele Jahre selbstständig und damals dachte ich so, ja, 1500 Euro im Monat, das war so mein Gehalt, dachte ich, okay, kommt man gerade so mit klar, wenn man in der Ausbildung ist, denkt man, boah, 1,5 ist richtig viel und man merkt aber gar nicht, wie schnell im Endeffekt das Geld weg ist und wie man in einer totalen Abhängigkeit damit ist und dieses Geldsystem, wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückgeht, ja, die Generation zum Beispiel von meiner Oma noch, ja, da hat ein Versorger die Familie ganz locker easy ernähren können. Heute ist es so, die Leute müssen meistens zwei Jobs haben, es sei denn, einer verdient richtig viel und wir können ja einfach gucken, wohin wird dieses System uns bringen, brauchen wir nur nach Amerika zu gucken, wo viele Leute schon einen Drittjob haben, teilweise einen Zweit- und einen Drittjob. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch einen Bericht gesehen im Fernsehen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Millionen Deutsche neben ihrem Hauptjob noch einen 400-Euro-Job machen müssen. Ja, und das ist nur eine Folge von unserem Finanzsystem, von dieser Geldpolitik, vom Zins- und Zinseszinssystem, der das immer, ja, im Endeffekt immer weiter nach oben treibt, bis irgendwann das Ganze mal wahrscheinlich auseinanderbricht, wie alle Finanzsysteme in der Regel. Ich weiß nicht, was so die Halbwertszeit ist, so 100 Jahre in der Regel. Der Dollar hat schon ein bisschen länger gemacht. Aber das ist etwas, ja, was viele einfach, womit man, ist meiner Meinung nach, sich auch beschäftigen muss, weil man lernt es nicht in der Schule, man muss sich über das Thema Finanzen, Geld, Geldschaffung einfach mal, ja, selber schlau machen. Ich glaube, das ist etwas, was du halt
gemacht hast. Du hast sehr viel dir selber beigebracht. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Schule. In der Schule, ne, da wird dir einfach vorgegeben, das musst du machen. Und viele Leute interessieren sich einfach dafür nicht. Wir sind vielleicht schlecht in der Schule, kriegen keinen Abschluss oder irgendetwas und werden dann abgestempelt, weil sie halt ein Stück Papier nicht haben. Ja, und das ist auch etwas, was ich glaube, dass wir zum Beispiel über so YouTube-Kanäle, ja, wie wir es jetzt haben, du hast einen Kanal, du bildest Leute weiter, du hilfst ihnen, ja, im Endeffekt selbst zu lernen, selbst sich weiterzuentwickeln. Und finde ich mega, mega spannend. Ja, das ist vor allem, wenn du das Schulsystem mit angesprochen hast, das ist ja eine Fähigkeit, sich selber in ein Problem irgendwie reinzulesen und dann sich selber hinzusetzen und sich selber zu bilden. Das ist ja eine Sache, die wird ja vom Schulsystem eigentlich überhaupt nicht gefördert. So im Schulsystem heißt es, hier steht der Lehrer vorne, der sagt jetzt, was du zu machen hast. Ob dich das interessiert, ist interessiert da überhaupt niemanden. Und du musst das jetzt machen, du musst dich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, den irgendeine Autoritätsperson dir jetzt vorsetzt. Und dann haben wir hier einen Test und dann musst du das alles nochmal aufwürgen und hinschreiben und den ganzen Quatsch, mit dem du dich eigentlich nie auseinandersetzen wolltest, musst du jetzt aber halt nochmal zu Papier bringen. Und viele Leute, das ist ja, wir brauchen uns da nichts vormachen, viele Leute lernen ja einfach für den Test und dann ist es auch egal so, denn so hat jeder von, also ich kenne niemand meiner Freunde, der in der Schule irgendwie anders gelernt hat. Ja. Du hast für den Test gelernt und dann war es auch wieder irrelevant. Nein, wir lernen fürs Leben in der Schule. Ja, ja, das ist die schöne Propaganda, die man uns immer sagen will, ja. Weil es ja auch so wichtig ist im Leben, dass man weiß, wie, keine Ahnung, Schnecken sich fortpflanzen, weil das ja eine Sache ist, die ist auf der Marktwirtschaft gefragt, da kannst du viel Geld mit verdienen. Wenn es einen interessiert, dann soll er sich schlau machen, das ist ganz klar. Also ich glaube auch, in der Schule werden die Leute halt, letztendlich für mich produziert die Schule obrigkeitshörige Arbeitsbienchen, den schönen, nicht aufmüpfenden Steuerzahler. Ich glaube, das ist das, was die Schule produzieren möchte. Menschen, die nicht mehr außerhalb der Box denken, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, ja, weil vielleicht die Meinung nicht so populär ist oder sie anders denken. Und die Schule formt die Leute, die presst die in eine Form rein. Ja, und ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, wo hieß es, dass 95% der Kinder als hochbegabt in die Schule reinkommen und nach der Schule, die Schule tötet die Kreativität ab, tötet einfach so viel ab, was an Potenzial in Menschen drinsteckt. Aber leider ist es ja so in Deutschland, wenn du deine Kinder nicht in die Schule schickst, ja, dann kommt die Polizei und zwingt dich, ja, dann wirst du gezwungen, deine Kinder indoktrinieren zu lassen. Und da möchte ich direkt mal eine Überleitung machen, Charles, nämlich das Thema Zwang und unser Staat, ja. Ich habe ein Video von dir gesehen, was mir sehr gut gefallen hat, ja. Weil ich spreche, ich bin auch gerne jemand, der Leute, ja, der polarisiert. Ich möchte, dass die Leute ein bisschen mal was anderes denken als das, was sie sonst immer hören. Und ein Video von dir, was mir super gefallen hat, ist der Unterschied zwischen einem Staat und einem Räuber. Ja, weil ich spreche natürlich auch gerne über das Thema Steuern, ja, und sag natürlich, hey, im Endeffekt, ich bin auch eher libertär eingestellt, sag ja, wozu brauchen wir den Staat, wozu brauchen wir die ganzen Regulieren? Letztendlich all das, was der Staat anfasst, geht so oder so in die Hose und der Markt würde es, wir haben auch die Technologie heutzutage, viele Sachen zu regeln, die im Moment noch vielleicht händisch gemacht werden. Aber dieses Video, der Staat und ein Räuber, der Unterschied, das hat mir super gefallen, weil da gehst du halt auf das Thema ein, auch auf das Thema Steuern und der Unterschied. Was ist der Unterschied? Ja, ohne Frage, lass mich das anders formulieren. Wenn ich Leuten sage, wir brauchen doch eigentlich gar keine Steuern und einen Staat, wahrscheinlich kennst du die Antwort auch. Was sagen die meisten Leute? Ja, die meisten Leute sagen, wer baut dann die Straßen und genau. Dann würden wir uns alle umbringen und dann gäbe es nur Chaos und Anarchie und ja. Was sagst du? Was sagst du Leuten? Brauchen wir den Staat? Brauchen wir Steuern? Oder können wir das selber regeln? Nee, wir brauchen keine Steuern, wir brauchen auch keinen Staat. Ich finde, ein Staat ist eine völlig unmoralische Institution. Ein Staat ist ein Herrschaftssystem in letzter Konsequenz. Und den Punkt, den ich in dem Video angesprochen habe, der Unterschied von einem Staat und einem Räuber. Ein Räuber kommt ja zu dir und will dein Geld gegen deinen Willen haben. Und ein Staat macht im Prinzip genau das Gleiche. Er will dein Geld gegen deinen Willen haben. Du willst es ihm nicht geben. Ansonsten wären Steuern freiwillig und dann würden alle extra Steuern bezahlen.
Aber Steuern sind nicht freiwillig, Steuern musst du bezahlen, ansonsten wirst du Konsequenzen merken, wirst du entweder wird dein Konto gepfändet oder deine Wohnung wird leergeräumt oder du kommst in den Knast im schlimmsten Fall. So haben wir ja bei Uli Hoeneß erst gesehen. So, also Steuern werden durch Zwang eingetrieben. Der Staat will dein Geld von dir haben und du willst es ihm nicht geben, aber du musst es ihm geben, weil der Staat dir mit Gewalt droht, wenn du es nicht machst. Und genau das ist exakt das, was ein Räuber macht. Er will dein Geld von dir haben, du willst es ihm nicht geben, aber er droht dir mit Gewalt an und bekommt so sein Geld. Aber der oder nicht sein Geld, das Geld. Aber der Unterschied zwischen einem Staat und einem Räuber ist, und das ist der wichtige Punkt, also erstmal schon die Argumentationen, da sind schon viele draußen so und können das nicht ganz nachvollziehen, aber um noch einen Punkt draufzusetzen, der Räuber handelt sogar noch moralischer als der Staat, weil der Räuber haut dann ab, wenn er dein Geld hat. Dann hat er sein Ziel erreicht und dann ist er weg. Also der will nicht noch über dein Leben bestimmen, der will dir nicht noch irgendwelche Vorschriften machen, der will nicht deine Kinder in irgendwelche Zwangsschulen stecken, der will nicht noch sonst was machen, der will dich nicht noch in irgendwelche Kriege mit involvieren und früher mit Wehrpflicht und das alles, dann musst du in den Krieg ziehen für den König oder für deinen Diktator oder für was auch immer. Das alles will der Räuber nicht, der Räuber lässt sich in Ruhe und deswegen handelt er besser als der Staat, der eben all diese Sachen noch machen will, nachdem er dich ausgeraubt hat. Dann raubt er dich immer weiter aus, raubt dich jeden Monat aus, nimmt dir jeden Monat über die Hälfte von deinem Lohn weg und das ist nur eine von vielen Steuern und das ist halt der Unterschied zwischen einem Staat und einem Räuber und der Staat ist halt Zwang, der Staat ist Zwang in sich, jedes Gesetz ist Zwang und es gibt viele legitime Gesetze, Gesetze, die im Libertarismus das Nicht-Aggressionsprinzip umsetzen. Das Nicht-Aggressionsprinzip, für die Leute, die es nicht kennen, bedeutet einfach nur, dass Leute, die daran glauben, keinen Zwang gegen andere Menschen befürworten, Zwang im Sinne von Mord, Vergewaltigung, Diebstahl oder Körperverletzung, das sind die großen vier Verbrechen, die aus libertärer Sicht niemals Legitimität haben können. Und der Staat ist halt eine Sache, die mindestens eine davon permanent umsetzt, nämlich Diebstahl über das Steuersystem oder auch Mord, wenn es zum Thema Krieg geht. Aber ja, deswegen haben Libertäre, die an diese grundlegend moralischen Prinzipien glauben, ein Problem mit dem Staat. Ja. So, also ich bin da auch ganz anderer Meinung. Also ich glaube auch, wir könnten auch den Staat mehr oder weniger verpflichten. Ob wir das erleben, ist eine andere Frage, weil, ich sag mal so, die an der Macht sitzen, legen sich ja nicht selber ab. Ja, also der Staat erhält sich ja selber, wenn man die Staatsquote in Deutschland jetzt mal anguckt, wie viele Menschen direkt oder indirekt abhängig sind. Es ist einfach brutal heftig, wie hoch die Staatsquote mittlerweile ist in Deutschland und wie wenig Menschen letztendlich hier noch was leisten. Und die werden dann meiner Meinung nach abgezockt, ausgezogen bis aufs letzte Hemd und das ist etwas, naja gut, es ist so. Man kann damit leben, es gibt Wege, die man da nutzen kann und ein Weg, glaube ich, den Menschen jetzt wieder das Thema Freiheit in diesem Fall auch näher bringt, sind das Thema Kryptowährung. Ja, Kryptowährung, ich bin ein riesen Fan davon. Seit einem Jahr befasse ich mich intensiv damit. Ich habe früher schon mal was gehört vom Bitcoin und dachte, ja, okay, der Bitcoin steht jetzt bei $7. Habe ich mir kurz die Geschichte angeguckt und habe gesehen, okay, der war mal weniger als einen Cent wert. Ich sage, hey, die Reise ist zu Ende, $7, wie hoch soll das Ding noch steigen? Mhm. Ja, jetzt stehen wir bei über $4,000, waren knapp unter $5,000 sogar. Und das ist aber, ich sag mal, der Preis ist, der ist schön und toll für die, die investiert haben. Aber für mich steht der Bitcoin für viel mehr. Nämlich für mich steht der Bitcoin für wirklich Freiheit und Selbstbestimmung und Selbstverantwortung für seine eigenen Finanzen. Und das ist etwas, was ich beim Bitcoin einfach so extrem mag, dass wir jetzt in einem Zeitalter einkehren, das erste Mal, wo wir international ohne Grenzen, ohne Erlaubnis, ohne Regulierung im Endeffekt Geld oder Werte versenden können. So, im Fingerschnipp per Handy. Das heißt, ich kann jetzt Business mit jemandem in China machen oder sonst wo und niemand kann das blockieren. Ja? Und das ist etwas, glaube ich, was die Chance hat, die Freiheit der Menschen zu vergrößern. Aber das große Aber ist halt, das auch das, was ich eben gesagt habe, die an der Macht sitzen, ja, die lassen sich wahrscheinlich nicht einfach mal ja, die Butter vom Brot nehmen, wenn man das so sagen möchte, denn die das Geld beherrschen, die Finanzelite, sage ich mal, die das Geld druckt, ja, und den Staat letztendlich dazu zwingt, von den Steuerzahlern die Steuern zu erpressen, damit die Zinsen bedient werden können, die können
die werden sich wahrscheinlich das nicht so einfach gefallen lassen. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in so eine Phase kommen, wo immer mehr Menschen jetzt Kryptowährungen langsam verstehen. Und das ist auch mein Ziel mit meinem Kanal, Menschen einfach dieses Thema näher zu bringen. Wenn sich jemand dafür interessiert, super, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich sehe keinen Sinn in Kryptowährungen, ich brauche niemanden konvertieren. Ja, wenn jemand einfach sagt, das ist nichts für mich, okay, wunderbar. Ja, dann muss ich hier jetzt nicht ein Missionar sein. Aber ich glaube, dass Kryptowährungen jetzt am Anfang stehen und einfach diesen Freiheitsgedanken weiter voranbringen können. Und ich habe auch gesehen, Charles, du hast ja schon ein bisschen mit Kryptowährungen befasst. Was genau machst du mit Kryptowährungen? Wie siehst du das in Bezug auf Freiheit oder auch in Bezug auf Freiheit? Ja, ich finde Kryptowährung an sich, die Idee dahinter ist eine sehr, sehr coole, weil es dich unabhängig macht von dem Staat, von dem staatlichen Geldsystem, von den Zentralbanken. Ich finde natürlich Bitcoin auch cool. Ich weiß noch nicht, da habe ich in letzter Zeit ziemlich viel drüber nachgedacht, ob Bitcoin wirklich die Währung ist, die sich schlussendlich nennenswert durchsetzen wird. Also, oder ob Kryptowährung einfach nur die Tür aufgemacht hat und jetzt kommen vielleicht andere Währungen noch dazu, die vielleicht bessere Features haben, die vielleicht ein paar Fehler ausgemerzt haben und die wiederum dann übernehmen werden. Aber ich glaube, dass es langfristig eine sehr, sehr große Akzeptanz von Kryptowährungen, was es dann auch immer sein wird, geben wird. Und das ist auch wieder so eine Sache, was du gerade gesagt hast. Wir müssen eigentlich niemanden dazu irgendwie überreden. Ich meine, du musstest als Bitcoin irgendwie 3 Euro hat, niemand dazu überreden. Die Leute, die halt den Sinn dahinter gesehen haben, die sind jetzt stinkend reich und die es nicht gemacht haben, die sind halt nicht reich. So, also irgendwann wird es einfach so viel sinnvoller sein, eine Kryptowährung zu nutzen, als irgendwie den Euro zu nutzen, wo du, wenn du Geld hin und her schicken musst, dann musst du bei der Bank eine Gebühr bezahlen und bei der Bank und dann hast du hier noch Transaktionsgebühren und dann hast du da Kontogebühren und also... Negativzinsen kommen jetzt auch, Bargeldabschaffung, ja, ne? Genau, permanente Inflation, dein Geld verliert also jedes Jahr an Wert und einen Großteil der Inflation sieht man gar nicht, weil du siehst nur, eine kleine Sache aus der Ökonomie, du siehst nur den Teil der Inflation, der größer ist als das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum gleicht Inflation immer ein Stück weit aus. Das heißt, du siehst nur an den Preisen, nur den oberen Teil des Eisbergs sozusagen. Der untere Teil wird halt durch das Wirtschaftswachstum sozusagen ausgeglichen. Und das heißt, dein Geld verliert viel mehr an Wert, als dir die Inflationsrate überhaupt sagt. Und dein Lohn verliert an Wert. Alles, was du täglich hast, dein Geld auf dem Konto, dein Sparbuch, dein Bauvertrag, was weiß ich, alles das verliert permanent an Wert. Und wohingegen, wenn du eine feste Geldmenge hast, wie zum Beispiel bei verschiedenen Kryptowährungen, gut, bei Bitcoin steigt es auch langsam, aber da ist auch irgendwann dann das Ende erreicht und dann steigt es nicht weiter. Wenn du eine feste Geldmenge hast und eine wachsende Wirtschaft, dann hast du tendenziell fallende Preise, also genau die böse Deflation, vor der man uns immer warnen will. Aber das führt dazu, dass Sachen eben immer preiswerter werden und dass du Geld langfristig ansparen kannst für deine Rente, für schlechtere Zeiten, was auch immer. Und irgendwann wird der Unterschied zwischen dem permanent entwertenden Geldsystem und Kryptowährungen, die das nicht haben, oder auch Sachen wie Gold und Silber, die auch in ihrer Anzahl begrenzt sind oder nahezu begrenzt sind, es wird sehr, sehr wenig Gold gefördert, verhältnismäßig zu dem Gold, was es schon gibt. Irgendwann wird das einfach so offensichtlich sein, dann kannst du dir gerne weiter den Euro benutzen, aber dann bist du halt einfach selber schuld. Also ich glaube, also die Frage ist, wird der Bitcoin die Nummer 1 sein? Er ist die Nummer 1, er hat den First Mover Advantage, er hat die größte Verbreitung, heißt aber nicht, dass es in 10 Jahren auch noch so sein muss. Das ist wirklich, das ist ein Experiment immer noch. Das Ding ist 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, die Branche ist jung und frisch, viel kann da passieren. Fakt ist, die Büchse ist geöffnet, die Blockchain ist da und sie wird viele Teile der Wirtschaft, des Geldes auch verändern. Und da bin ich mir ziemlich sicher, die sich nicht mit dem Thema befassen, Bitcoin, Kryptowährung Co., meiner Meinung nach, machen einen Riesenfehler. Und du hast das Thema Inflation ja angesprochen. Ja, in Deutschland, da haben wir auch eben kurz drüber gesprochen. Ja, ich weiß nicht, was haben wir hier offizielle Inflationsrate? 2%, 3%, keine Ahnung. Aber Leute, ihr müsst euch mal angucken, auf welcher Grundlage diese Inflation berechnet wird. Nämlich der Staat oder wer auch immer das ist, der macht einen Warenkorb und die tauschen
tauschen die Dinger in den Warenkorb nach Belieben aus. Ja, die tun da irgendwelche Dinge rein, wo die Inflation zum Beispiel anders ist, um halt die Preise zu drücken. Für mich ist Inflation immer an den Sachen festzumachen, die wir tagtäglich benutzen. Das sind Lebensmittel und zum Beispiel Zigaretten, Alkohol, Benzin, die Dinger, die halt sowieso auch nochmal besteuert werden. Aber guck mal, ich werde jetzt 38. Als ich den Führerschein gemacht habe, war ein Liter Diesel, kann ich mich daran erinnern, das war 1997, hat ein Liter Diesel 99 Pfennig gekostet. Ja, jetzt sind wir bei 1 Euro, weiß ich nicht, 1 Euro irgendwas. Das heißt, da haben wir uns schon, haben wir schon eine Inflation. Ja, dann, wenn man das anguckt, Fakt ist auf jeden Fall, die Leute merken es nicht. Das ist eine schleichende Enteignung, wie du sagst. Das Geld liegt am Konto und es wird immer weniger wert. Der Kaufkraftverlust des Euro, ja, den kann man nicht aufhalten durch dieses System, was wir haben. Und ich kann jedem nur raten, sich mit dem Thema Kryptowährungen zu befassen, weil dort es im Moment keinen Kaufkraftverlust gibt, ja, sondern der Wert steigt. Und das hat viele andere Gründe, auch zum einen die begrenzte Geldmenge, zum anderen je mehr Menschen Bitcoin benutzen, desto höher wird der Wert auch werden, höchstwahrscheinlich. Es ist, ich sag mal, ein System, was ziemlich, ziemlich clever ist, der Bitcoin. Ob es das System sein wird, was wir später alle nutzen, ob es mal eine Weltreservewährung wird, keinen Plan. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieses System Möglichkeiten und Chancen für den Otto-Normalverbraucher nebenan bietet. Und wenn wir uns das Thema Bargeldabschaffung mal ansehen, die wird kommen, meiner Meinung nach. Ja, wir müssen dann nur mal gucken, was in anderen Ländern passiert. Was ist in Indien passiert? Da werden einfach mal über Nacht so gesagt, hey, die beiden größten Banknoten werden jetzt ungültig, werden aus dem Verkehr gezogen. Ja, der 500-Euro-Schein soll weg sein. Irgendwann, das Bargeld muss weg. Warum? Wenn man das jetzige Finanzsystem noch am Leben halten will, für ein paar Jahre, für ein paar Jahrzehnte, keine Ahnung, wie lange das noch gehen kann, ja, dann muss man das Bargeld abschaffen, weil man dann den Leuten die Möglichkeit gibt, ja, Werte zu speichern, mehr oder weniger zu sparen. Und man kann sagen, hey, wir haben jetzt Negativzinsen, du musst das Geld ausgeben. Und der Staat hat zum Beispiel ohne Bargeld die völlige Kontrolle. Du bist dann ein gelesener Bürger. Ich weiß nicht, ob du es auch angesprochen hattest auf deinem Kanal. Wir hatten ja letztens die Ehe für alle. Ja, wir alle dürfen jetzt heiraten. Und das war in den Medien. Aber was zeitgleich auch passiert ist im Hintergrund, ist letztendlich das Bankengeheimnis wurde mehr oder weniger, ja, ich weiß nicht, ob es komplett abgeschafft wurde, durchweicht, wie auch immer. Ja, weil was kann der Staat jetzt machen? Das Finanzamt, die können einfach auf den Knopf drücken und kriegen vollen Zugriff auf dein Konto, die brauchen keinen Fragen, keine Anklage, nichts haben, können dich einfach völlig durchleuchten. Und das ist das, wo die Reise meiner Meinung nach hingeht, dass wir immer mehr zum gläsernen Bürger werden und immer mehr halt in Regeln gepresst werden, so dass man uns leichter kontrollieren kann. Bargeld ist ein Ausweg natürlich, beliebt bei den Deutschen, aber ich glaube auch, dass Kryptowährungen da die nächste Stufe einfach sind, digitales Cash, ne? Ja, du hast viele Sachen angesprochen. Zum einen, worauf ich halt eingehen wollte, ist gerade Negativzinsen. Also Negativzinsen bedeutet, das Geld, was du auf dem Konto hast, wird negativ verzinst. Normalerweise hast du früher irgendwie, wenn du ein Geld auf dem Konto hast, hast du 1, 2, 3% am Ende des Jahres bekommen. Wenn jetzt Negativzinsen sich immer weiter durchsetzen oder von der Zentralbank durchgesetzt werden, um dann von den Banken auch an die Kunden weitergegeben werden zu müssen, dann führt das dazu, dass halt alle Menschen Geld dafür bezahlen müssen, neben den Kontogebühren, dass sie einfach Geld auf dem Konto haben, dass einfach das Geld 3% weniger wird jedes Jahr beispielsweise. So, und das führt natürlich dazu, dass Menschen sich sagen, okay, warum sollte ich mein Geld denn überhaupt auf der Bank liegen lassen? So, warum sollte ich es dann nicht einfach irgendwie zu Hause bei mir lagern? Und da ist dann die ganze Inflation, die dazu kommt. Und dann will man eben sagen, okay, man will den Menschen jetzt diese Option nicht mehr geben, zu sagen, ich habe mein Geld einfach bei mir, sondern wir machen jetzt das Bargeldverbot. Du musst dein Geld jetzt auf einer Bank haben, kannst gar nicht anders. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo wir halt vorhin drüber geredet haben. Du kannst dein Geld auf einer Bank haben, wo du permanent Negativzinsen bezahlen musst und so weiter. Oder du kannst dein Geld halt bei einer Kryptowährung haben, wo du das nicht hast, wo du alleine dein Geld kontrollierst, wo du dein Geld nutzen kannst, wie du gerade willst, wo du nicht auf irgendwelche Öffnungszeiten bei einer Bank achten musst oder sonst was. Und das ist einfach dein Geld und du hast alleine Kontrolle darüber. Also das kam im Prinzip jetzt zum richtigen Zeitpunkt, diese Erfindung oder diese Entwicklung, diese Innovation. Und jetzt geht es nur noch darum, dass sich das Beste durchsetzt. Und das ist auch eine Sache, die haben Liberale und Libertäre schon seit hunderten Jahren gesagt, dass wir das Geldmonopol des Staates aufbrechen müssen, um einen Wettbewerb zulassen zu können, sodass sich die Menschen dann entscheiden können, was ist die sinnvollste Währung, sodass ich herausstellen kann,
was ist die wertresistenteste, was ist die am einfachsten zu nutzende und so weiter und so fort. Alle möglichen Kriterien, die du mal machen kannst. Aber einfach, dass ich über den Wettbewerb das Beste herausstellen kann. Und wir haben das Währungsmonopol des Staates jetzt noch nicht aufgebrochen. Offiziell ist immer noch der Euro oder der Dollar oder in welchem Land du auch gucken willst, die haben immer noch die staatlichen Währungen. Aber wir haben einfach das Ganze sozusagen umgangen und haben jetzt einen Wettbewerb geschaffen, ob der Staat das will oder nicht. So, wir haben unsere Kryptowährung und da wird sich schlussendlich, denke ich, das Beste raussetzen. Ob das Beste jetzt schon existiert, so, keine Ahnung. Aber es gibt so viel Fortschritt. Ich verfolge es auch ziemlich viel. Es kommt andauernd neue Coins raus, wo du denkst, die hat ein geiles Feature oder die hat eine krasse Innovation. Zum Beispiel, ich habe jetzt nämlich letztens ziemlich viel über IOTA schlau gemacht. Kennst du das, IOTA? Mhm. Ja, genau. Da hast du ja dann im Prinzip keine Blockchain mehr, sondern du hast dieses sogenannte Tangle, wo es auch keine Miner mehr gibt und wo du sowieso keine Inflation hast, weil die komplette Geldmenge steht von Anfang an fest. Und immer wenn du halt eine Transaktion machst, musst du zwei andere bestätigen und somit brauchst du keine Miner, du brauchst keine zentralen Mining Pools, die irgendwas, die Transaktionen halt zum Beispiel bestätigen, sondern das machst du halt jedes Mal, wenn du was sendest. Das ist eine coole Erfindung oder eine coole Innovation. Und wer sagt denn nicht, dass nicht noch solche noch kommen werden und das dann noch viel sinnvoller und einfacher und dann brauchst du überhaupt kein technisches Wissen mehr, sondern dann kann einfach die Oma XY kann einfach dann ihr Brötchen und ihr Kaffee und ihr Kuchen mit irgendeiner Kryptowährung bezahlen, weil das auch für die Verkäufer sinnvoll sein wird, eine Geldmenge zu haben oder ein Geldsystem zu haben, was nicht permanent manipuliert werden kann. Genau. Also da, ich glaube auch, da werden wir noch viele sehen. Ich persönlich glaube auch, dass IOTA Potenzial hat. Aber was wir natürlich jetzt gerade gesehen haben, was ist jetzt gerade passiert? Wir haben jetzt letzten beiden Tage ein ziemliches Blutbad im Kryptobereich gesehen. Also es ist einmal richtig runtergerauscht. Teilweise sind Kryptos bis um 50% oder auch mehr gefallen. Warum? Was passiert? In China haben die gesagt, alle ICOs, also Initial Coin Offerings, sind jetzt verboten. Und auch da muss man sich mal vorstellen, ein Staat verbietet den Menschen, ihr Geld in irgendetwas anzulegen. Wenn das ein Scam ist, wenn die Leute verarschen, dann ist das halt so. Also ich bin da eigentlich komplett dagegen, dass der Staat einem vorschreibt, was man zu tun hat oder nicht. Aber das ist ja alles für die Sicherheit der Bürger. Wir wollen euch nur schützen. Ja, wir wollen nicht, dass es euch schlecht geht. Deswegen verbieten wir euch das. Und das glaube ich, dass wir jetzt in vielen Staaten auch sehen werden, dass da auch stärkere Regulierungen kommen. Und die werden natürlich auch probieren, die Kryptowährungen zu regulieren. Die Frage ist, inwiefern brauchen wir Regulierungen? Inwiefern lässt sich es regulieren? Und inwiefern lassen die Menschen sich da im Endeffekt von beeinflussen? Weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die Chinesen die Kryptowährungen lieben und wo ein riesiges Handelsvolumen ist, dass die jetzt nicht mehr in ICOs investieren. Die Firmen wandern dann einfach in ein Land, was freundlich ist, ab und sagen, hey, Chinesen dürfen nicht investieren. Aber wenn irgendein Chinese jetzt einen ICO oder einen Coin investiert, das kriegt doch kein anderer mit. Und ich glaube, das lässt sich schwer unterbinden. Aber da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel Kontrolle, Reglements, Reglementierung und sogenannte Gesetze sehen, weil ich sag mal, was ist ein Gesetz? Für mich einfach nur ein Stück Papier, was irgendeine fremde Person unterschreibt und sagt, das ist jetzt für alle gültig, die in dieser imaginären Landesgrenze, die wir irgendwann mal gezogen haben, leben. Ja, und dann ist das so. Und das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, Kryptowährungen. Und ich glaube... Dich kurz zu unterbrechen, das wird halt einfach nur ein Katz-und-Maus-Spiel werden, genauso wie Regulierungen schon immer sind. Das war nie was anderes. Es gibt die Leute, die Regulierung machen und dann die Leute, die Wege finden, es schon gehen. So, also es wird immer, weil der Mensch hat einfach ein grundlegendes Streben nach Freiheit und das kannst du einfach nicht ausschalten. Ich meine, der Mensch hat im Prinzip, weil wir in den letzten tausenden Jahren schon in Herrschaftssystemen leben, einfach ein Gespür dafür entwickelt, wie man komische, absurde, sinnlose Regeln umgehen kann. So, und wie man seine Freiheit durchsetzen kann, auch wenn man in einem Herrschaftssystem lebt. Und die können ja im Prinzip Bitcoin zum Beispiel als Beispiel jetzt nicht direkt regulieren und kontrollieren. Die können ja zum Beispiel nur regulieren, dass zum Beispiel Börsen stärker reguliert werden. Aber das ist halt nur ein Grund mehr, in der Kryptowährung seines Vertrauens zu bleiben, um dann halt damit zu handeln oder das zu halten oder was man damit auch immer machen will, anstatt das immer hin und her zu tauschen. So.
Genau. Also wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Es ist auf jeden Fall spannend und ich glaube auch, du sagst, die Menschen haben dieses Streben nach Freiheit und natürlich haben die Menschen auch das Bedürfnis, in einer Art und Weise geführt zu werden. Aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Land ohne Staat oder eine Region ohne Staat heißt ja nicht, dass es keine Regeln gibt. Ja, es heißt nur, dass die Menschen halt, solange ich dir nichts tue und du mir nichts tust, ja, warum muss ich jetzt mein Geld abgeben? Ich weiß nicht, Charles, kennst du den Film Die Art der Menschenhaltung? Nee. Schreibt dir das mal auf. Leute, hier, die gucken, schreibt euch das mal auf, Die Art der Menschenhaltung. Auf YouTube dauert 15 Minuten und für mich persönlich ist das einer der besten Kurzfilme, der sowas von auf den Punkt bringt, wie im Endeffekt, wie unser System funktioniert, denn letztendlich werden wir gehalten in Deutschland, weltweit in einem System von den Staaten, von den Mächten, die dahinter stehen wir haben, ja, ich sag mal, eigentlich viel weniger Freiheit, als man vielleicht denken mag. Wobei, wie heißt es? Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch heißt. Die denken, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Das ist egal. Mhm. Ja? Aber Leute, ich will das nicht zu lang machen. Das Hangout. Wir haben, ja, ich sag mal, querbeet ein bisschen über verschiedene Themen gesprochen. Und ich hatte eben im Chat noch gelesen, ein kurzes Thema, was ich zum Schluss nochmal ansprechen möchte, war auch die GEZ. Da hatte der ein oder andere gesprochen. GEZ ist ja im Endeffekt auch nichts weiter als eine Zwangssteuer für jeden. Wie siehst du das, Charles? Zahlst du GEZ-Gebühren? Das kann ich aus privat, aus wie sagt man, aus, ich komme es auch gar nicht drauf, aus Privatsphäre Gründen nicht sagen. Das Coole an der GEZ ist, oder das Interessante an der GEZ ist, dass jeder Typ da draußen, also ich meine, es ist ja fast jeder eigentlich gegen die GEZ irgendwie. Dass die meisten Leute dir genau erklären können, dass das eine Zwangsgebühr ist und dass das unmoralisch ist und du wirst gezwungen, irgendwas zu bezahlen, ob du das guckst oder nicht. Und die können dir halt eine halbe Stunde einen Vortrag halten und können sagen, was daran falsch ist. Und dann würde ich sagen, ja, alles, was du jetzt gerade gegen die GEZ gesagt hast, kannst du 1:1 auf Steuern übertragen. Steuern sind exakt das Gleiche. Steuern sind eine Zwangsgebühr. Genauso wie GEZ eine Zwangsgebühr ist für Fernsehen, sind Steuern Zwangsgebühren für Zwangsschulen, und Kriege und Bankenrettung und Politikergehälter und was damit alles finanziert wird. Ja, da werden auch sinnvolle Sachen mit finanziert, gebe ich zu. Es gibt auch, ja, also jeder von uns will wahrscheinlich, dass es Krankenhäuser gibt und dass es Straßen gibt und dass es... Wobei die Straßen ja auch jetzt, die Autobahnen bald privatisiert werden, mit ein paar Tricks wieder. Also ja, wenn wir da das Thema noch reingehen, das ist, also letztendlich glaube ich, dass der Staat einfach, die Leute, wer hat es so schön gesagt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der Staat kann nicht mit dem Geld umgehen, aber jetzt haben wir auch die Bundestagswahlen, die stehen kurz vor der Tür. Ich bin eigentlich kein Typ, der sich politisch organisiert, weil gibt einen schönen Spruch, den finde ich ganz gut, diejenigen, die wir gewählt haben, haben nichts zu sagen und die, die was zu sagen haben, wurden nicht gewählt. Und so sehe ich das, ja, du kannst wählen, wen du willst. In meiner Welt wird sich nichts ändern. Das hat sich die letzten 30, 40 Jahre geändert, 50 Jahre, nichts, ja. Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen und nicht deine Stimme abgeben, meiner Meinung nach, und hoffen, dass irgendeiner da oben sagt, ja, okay, dann machen wir das so für dich, damit es dir besser geht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das Thema Wahlen siehst, ob du so dich politisch äußern möchtest in dem Bezug oder ob du sagst, Wahlen sind gut. Ja, nee, also Wahlen an sich lehne ich natürlich ab, weil Wahlen bedeuten, dass du über die Freiheit, das Eigentum und das Leben anderer Menschen abstimmst. Weil wenn du nur über dein eigenes Leben bestimmen würdest, so, dann brauchst du ja keine Wahl für. Eine Wahl brauchst du nur, wenn du anderen Menschen irgendwas aufzwingen willst. Das ist hier ein neuer Politiker und der macht jetzt dies und jenes. Der wird ja durch diese Wahl legitimiert, seinen Zwang und was er halt immer durchsetzen will, allen aufzuzwingen. Halt durch Gesetze, weil Gesetze nicht freiwillige Sachen sind, sondern du musst dich halt dran halten. So. Und wenn der neue Gesetze einführen will, dann musst du das machen, also zwingt er dir seinen Willen auf. So, und Wahlen brauchst du eben nur, um über das Eigentum und das Leben und die Freiheit anderer Menschen abzustimmen. Also Wahlen an sich lehne ich völlig ab. Die Frage ist allerdings, ob Wählen an sich schlecht ist, da man jetzt nun mal in diesem System ist. Also sollte man wählen gehen, um sich zum Beispiel selber zu verteidigen, um dafür zu sorgen, dass der Zwang oder den Zwang über das eigene Leben verringert wird.
Und da will ich noch gar nicht so viel drüber sagen, weil da will ich auf jeden Fall noch zwei wichtige Videos vor der Bundestagswahl machen. Also Leute, Charles Krüger, YouTube abonnieren, wenn euch das Thema interessiert, und sowieso seinen Channel abonnieren, ist ganz klar, oder? Danke. Genau, und da kommt von mir noch was. Ja, also sehe ich ähnlich. Werden sehen, ob die Leute da aufwachen, ob an der Wahl sich ändert, oder wahrscheinlich wird es einfach weitergehen wie bisher. Aber du hast die Wahl. Du hast die Wahl, den Fernseher auszuschalten. Du hast die Wahl, die Zeitungen nicht mehr zu lesen, den Müll nicht mehr zu lesen. Du hast die Wahl, das zu lernen, was dich interessiert. Du hast die Wahl. Du hast die Möglichkeit, Kryptowährungen zu nutzen und nicht mehr das Euro, diese Schuldscheine, die wir haben. Ja, du hast die Wahl, über dein Leben zu bestimmen. Und damit möchte ich ja abschließend einfach sagen, dass das, was immer du entscheidest, was du glaubst für dich richtig ist, dass es dein Weg ist, ja, entscheide dich für den Weg, den du gehen möchtest. Lass dich nicht von außen in irgendwelche Formen, in Dinge reinzwängen oder Sonstiges. Zieh dein Ding durch, mach dein Ding, befass dich mit dem Thema Libertarismus, befass dich mit dem Thema Kryptowährung, befass dich mit dem Thema, was auch immer, womit du dich befassen willst. Solange es dich interessiert, bist du auf dem richtigen Weg. Charles, du hast die letzte Minute. Was möchtest du den Leuten noch mitgeben, außer dass sie deinen Channel abonnieren sollen? Ja, ich kann jetzt gar nicht so viel draufsetzen, wie du schon gerade gesagt hast. Also ich kann dem auch nur zustimmen. Bildet euch, macht euch schlau über verschiedenste Zusammenhänge. Vor allem in meinen Augen sind ökonomische Zusammenhänge wichtig, dass einfach ein Politiker dir nicht irgendwie irgendwelche Sachen verkaufen kann. Hier, wir brauchen Mietpreisbremse und wir müssen die und jene mehr besteuern und denen das Geld wegnehmen und dann gebe ich das euch und wähl für mich, ich stehle für dich. Damit ihr für mich wählt, gebe ich euch jetzt das erpresste Geld von den anderen Menschen da. Macht euch einfach über ökonomische Zusammenhänge schlau. Ich habe da eine Videoreihe, die ist gerade noch in den Kinderschuhen sozusagen. Die heißt Wirtschaft komplett verstehen, indem ich einfach vom kompletten Null, also vom kompletten Anfang sozusagen Ökonomie herleiten will, von ganz simplen Axiomen und dann immer mehr erklären. Und da kommen wir auch schlussendlich auf das Geldsystem zu sprechen. Da kommen wir auch auf alle möglichen, alles, was mit Ökonomie irgendwie zusammenhängt, zu sprechen. Und ja, macht euch schlau, lest gute Bücher und ja, Knowledge is Power. Je mehr du weißt, desto besser kannst du dich gegen alle möglichen Sachen absichern, gegen neue Finanzkrisen, die mit Sicherheit kommen werden, gegen Wertverluste der Währung. Ich meine, ja, es ist einfach, du bist der Herr über dein eigenes Leben und du musst dich entsprechend auch so verhalten und dich schlau machen über das, was in der Welt passiert. So sieht's aus. Und zum Abschluss möchte ich hier noch eine Sache aus dem Chat vorlesen. Jemand schreibt, ich habe das Gefühl, dass 50% der Leute hier Spinner sieht. Ein anderer schreibt, das ist fast richtig, es sind 80%. Leute, wir sind die Spinner. Wir sind diejenigen, die die Welt verändern. Denn niemals wird ein angepasster Systemling die Welt verändern oder irgendetwas bewegen. Sei froh darauf, ja, wenn du ein Spinner bist, aus der Reihe tanzt. Und damit sage ich, Leute, macht es gut, schwenkt den Hut, schaltet ein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. An idea whose time has come cannot be stopped by any army or any government. I'm